Lass uns einen Blick auf den Solar Vaporizer werfen. Er ist das erste tragbare Modell vom kanadischen Unternehmen Ariza, das auch den beliebten Air und die Tischvaporizer Xtreme Q sowie V-Tower entwickelt hat. In der Box findest du den Solar Vaporizer, ein gerades sowie ein gebogenes Mundstück, einen Potpourri-Aufsatz, zwei Rohrkappen, einen Rührstab aus Metall, ein Ladegerät und wenn du bei uns bestellst, bekommst du optional einen Zeus-Bolt Grinder kostenlos dazu. Als erstes solltest du den Vaporizer sterilisieren. Drücke einige Sekunden lang auf beide Tasten gleichzeitig, bis das Gerät einschaltet. Es wird einen Ton von sich geben und ein blaues Licht wird kurz aufblinken. Drücke die Pfeiltaste nach oben, bis du bei der maximalen Stufe 7 angekommen bist. Lass das Gerät einen vollständigen Zyklus durchlaufen. Nach 12 Minuten wird die automatische Abschaltfunktion einsetzen und den Heizvorgang beenden. Wiederhole den Prozess noch einmal, um die Desinfektion abzuschließen. Dieser Schritt wird alle eventuellen Fremdstoffe im Innern des Vaporizers entfernen. Danach kannst du deinen Vaporizer mit frisch gemahlenen Kräutern laden. Dazu empfehlen wir dir den Zeus Bolt Grinder. Er wurde speziell dafür entwickelt, Kräuter bis zu einer optimalen Stärke zu mahlen. Dadurch fällt kaum Material durch den Filter, während gleichzeitig die maximale Menge an ätherischen Ölen effizient verdampft wird. Nimm ein Glasröhrchen und fülle das Ende mit den Fingern oder einer Kräuterschaufel. Entferne den Deckel, der die Heizkammer bedeckt, und stecke das Glasrohr von unten hinein. Wenn es sicher sitzt, dreh den Vaporizer um und es kann losgehen. Stufe 1 entspricht 50 Grad Celsius, Stufe 2 185 Grad Celsius, 3 190 Grad Celsius, 4 195 Grad Celsius, Stufe 5 steht für 200 Grad Celsius, 6 für 205 Grad Celsius und Stufe 7 für 210 Grad Celsius. Für bestmögliche Ergebnisse empfehlen wir, Temperaturen zwischen 190 und 210 Grad Celsius zu verwenden, was den Stufen 3 bis 7 entspricht. Nachdem du deine Temperatur eingestellt hast, wird das Gerät zu heizen beginnen, was durch die rot blinkende Heatlampe signalisiert wird. Außerdem leuchtet die LED bei der jeweils erreichten Stufe auf. Das Gerät benötigt zum Heizen etwa 2,5 Minuten. Zuletzt werde ich dir noch ein paar Besonderheiten des Ariza Solos zeigen, die ihn zu einem so besonderen, tragbaren Modell machen. Erstens fällt die gute Dampfqualität auf. Der Solo ist schon lange auf dem Markt und kann dennoch problemlos mit neueren Modellen mithalten. Die große Heizkammer ermöglicht trotz Konduktionsbeheizung zusammen mit den Dampfleitungen aus Glas einen kühlen, geschmacksintensiven Dampf. Er kann dahingehend mit dem Mighty von Sturz und Pickel konkurrieren, kostet jedoch nur ein Drittel von dem Konvektionsmodell. Zweitens ist der Solo sehr einfach zu bedienen und instand zu halten. Mit nur zwei Knöpfen stellst du die Temperatur ein. Es gibt keinen unnötigen Schnickschnack. Die auswechselbaren Glasrohre und die große Heizkammer sind super einfach zu reinigen. Durch die mühelose Instandhaltung kannst du stets frischen Dampf genießen. Weiterhin sticht die gute Herstellerqualität heraus. Die robuste Außenschale, die hochwertige Dampfleitung aus Glas und das Keramikheizelement zeugen von einem rundum langlebigen und hochwertigen Gerät, was sich auch in den 2 Jahren Garantie widerspiegelt. Der Solo ist ein tragbares Modell, das sehr gute Dampfqualität liefert, robust gebaut, einfach zu bedienen und instand zu halten ist. Ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Solo Vaporizer.